Ich selber komme aus Potsdam, bin hier quasi aufgewachsen, zur Schule gegangen und die Klinikerbrücke habe ich immer vor Augen gehabt und für mich ist es jetzt total spannend, irgendwie die Brücke ins neue Licht zu setzen. Ich komme aus dem Westen und ich habe mit der deutsch-deutschen Geschichte wenig am Hut, weil ich halt 90 geboren bin. Ja, das ist einfach nur eine Brücke, es ist nur ein Objekt und es hat so viel Geschichte miterlebt und so viel durchgemacht. Über den Standpunkt der Brücke an sich freue ich mich natürlich besonders, weil ich auch in Brandenburg groß geworden bin, inzwischen in Berlin wohne und deswegen diesen regionalen Bezug auch noch habe. In meiner Kindheit bin ich so oft nach Potsdam gefahren von Berlin und immer über diese Brücke gefahren, ohne jemals zu wissen, wie wichtig sie eigentlich war oder dass sie überhaupt irgendeine historische Bedeutung hatte. Eine Straße, die Havel, Stahlpfeiler und Sandstein verbinden und trennen Berlin und Potsdam. Die Glienicker Brücke trägt die Menschen seit 350 Jahren. Wie sollte eine Brücke, welche als Karl Friedrich Schinkels Steinbau geliebt, als Stahlbrücke verflucht, als Brücke der Einheit gesperrt und als Agentenbrücke geprägt wurde, nun beleuchtet werden? Wie viel Licht braucht sie? Welche Inhalte sollten erhellt werden? Wie erzählt man eine Geschichte aus so vielen Geschichten? Eine Gruppe von Designstudenten der Fachhochschule Potsdam möchte genau dies herausfinden. Dabei unterstützen sie drei Professoren: Raum- und Ausstellungsdesign-Professor Detlef Saalfeld, Lichtdesigner Professor Volker von Kardorff und Gestalter für Kommunikation im Raum Professor Lutz Engelke. Die ehemalige Agentenbrücke soll durch ein angemessenes Lichtkonzept und ein neuartiges Museumsformat aufgewertet werden. Sie wollen das politische und historische Monument intensiver in die öffentliche Diskussion bringen. Ihr Team hat eine Vision. Diese Vision soll Realität werden. Also mein Name ist Detlef Saalfeld, Professor für Ausstellungsdesign am Fachbereich Design in Potsdam. Und ich arbeite mit zwei Kollegen, Volker von Kardorff und Lutz Engelke, mit dem studentischen Team das Projekt Klinicker Brücke. Das ist ein Mythos, den man kaum irgendwo in Berlin sonst hat. Also das ist vergleichbar mit Filmen wie Casablanca. Also das ist einfach unglaublich aufgeladen. Ganz viele Geschichten werden darum erzählt. Und wenn man die Brücke jetzt sieht, wenn man also täglich von Berlin nach Potsdam fährt, was ja alle Studenten und wir auch machen, dann sieht man die Brücke in einem, ja, wie soll man das sagen, in einer ganz profanen Gestalt. Und nichts ist eigentlich da irgendwie spannend oder mythisch. Es gibt eine sehr starke Motivation, sich mit der Klinikerbrücke zu beschäftigen. Ich meine, über die Geschichte und die politische Bedeutung der Brücke ist viel gesagt worden. Das zweite ist aber auch die wichtige Bedeutung der Klinicker Brücke in der Kulturlandschaft. Sie ist ein Gelenk für viele Perspektiven und insofern ist sie auch ein Element, was wir nachts sichtbar machen wollen. Immer da, wo es Grenzen gibt, gibt es eine sehr, sehr hohe Population und genauso hier auch. Das heißt, es ist per se ist die Klinicker Brücke ein sehr, sehr lebendiger Ort. Deswegen macht es auch so viel Spaß, sich damit zu beschäftigen. Zum einen ist es ein nationales Projekt, weil die Klinicker Brücke ist bundesweit bekannt. Sie ist nicht nur eine Agentenbrücke, das ist eigentlich ein Klischee. Sie hat eine 400-jährige Geschichte, die kein Mensch kennt. Wie sozusagen aus Holz Stein, wie aus Stein Stahl geworden ist, das ist die einzige Geschichte, die sich natürlich in der Architektur manifestiert. Der zweite Punkt ist die Kulturgeschichte, die dahinter steckt. Also Preußen, die Art und Weise, wie Preußen sich erweitert hat, wie der König versucht hat in Potsdam, das übrigens eine Insel ist, das wir auch in dem Projekt erfahren haben, angenähert hat und wie es da sozusagen insgesamt zu einem ja, naturräumlichen Lage gekommen ist mit den Schlössern. Die Klinicker Brücke spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Das studentische Team hat die Vision, Menschen in die Geschichte der Klinicker Brücke eintauchen zu lassen. Ihre 350-jährige Geschichte wird in einem Erlebnisparcours für Jung und Alt sichtbar gemacht. Die Brücke empfängt Touristen, Schulklassen, Radfahrer und Spaziergänger mit den Zeitgläsern. Diese medialen Fernrohre kann der Besucher auf bestimmte Symbole ausrichten, wodurch Videos abgespielt werden. Er taucht ein in die Vergangenheit und kann zwischen Zeiten hin und her springen. Der Parcours führt weiter an das Havelufer unterhalb der Klinicker Brücke. Dort berichten vier Miniaturmodelle von ihrer architektonischen Verwandlung, von der Holzbrücke über den steinernen Schinkelentwurf zum heutigen Stahlfachwerkbau. Dann, auf der Wiesenfläche nahe der Villa Schöningen, erwartet den Besucher das Entscheidungsspiel, in welchem die Jahre der Teilung Deutschlands erfahrbar gemacht werden sollen. Dieses Spiel ist besonders interessant für Schulklassen. Nun beginnt der historische Spaziergang zum Schloss Cäcilienhof.
Durch zeitgemäße technische Aufarbeitung in Form von einer neuartigen Führung mit Hilfe mobiler Geräte kann ihre Historie sinnlich erlebbar gemacht werden, ohne in das Landschaftsbild einzugreifen. Das Lichtkonzept der Glienicker Brücke bedeutet eine Aufwertung ihrer gesamten Umgebung. Mit gezielter Beleuchtung wird ihre architektonische Formsprache sichtbar gemacht. Die Brücke erscheint in dezentem Licht und wird zum Anziehungspunkt für zahlreiche Touristen, Anwohner und Spaziergänger. Moderne Lichttechnik ermöglicht eine tagsüber unsichtbare Beleuchtungsanlage, welche mit dem Sonnenuntergang ein angenehmes und sinngerichtetes Licht wirft, mit besonderer Rücksichtnahme auf Naturraum und Anwohner. Das ist eine Grenzbrücke. Hinter uns ist Potsdam und West-Berlin. Klar, jetzt ist sie offen. Das ist doch sehr wichtig, dass man das weiß. Ja, zu sehen ist ja erstmal nichts, ne? Wenn man das nicht wüsste, wenn man nicht die Schilder sieht und wenn da nicht noch Hinweise zu kommen. Also wenn die Schilder mal weg sind, weiß man gar nichts mehr. Ja, für mich hat das eigentlich gar keine Bedeutung so richtig. Es ist halt einfach schön die Brücke mit so ein bisschen mit der Natur. Das ist immer wieder ein schöner, eigenartiges Gefühl, wenn man genau über die Mitte drüber läuft. Weil wir quasi eine Ost-West-Ehe sind oder in einer Ost-West-Ehe leben und alles, was so Ost und West verbindet, ist immer spannend. Also grundsätzlich, geschichtlich gesehen, finde ich das schon wichtig, dass das erhalten bleibt und dass das auch vielleicht ein bisschen hervorgehoben wird, weil es wird schnell vergessen. Genau, und solche Orte müssen irgendwo ganz besonders bewahrt bleiben, ne? Das kann man einfach nicht in Vergessenheit geraten lassen. Wir machen die Glienicker Brücke sichtbar und erlebbar. Licht fällt auf den Ort, an dem wir uns die Hände reichen.